Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal hat uns die böse Ninja alle unsere Substanzen weggenommen. Man sieht das hier, alles weg. Dadurch haben wir unsere Ausrüstung etwas umgestellt. Und zwar auf die jeweiligen Waffen, die wir im Tempel gefunden haben, weil wir zwar keine Einkerbungen für Substanzen haben, aber immer gute Angriffswerte. Und die neuen Adamantreifer, die ich am Stand gestohlen habe, habe ich als Rüstung quasi eingesetzt. Und jetzt sollten wir Richtung Norden aufbrechen, um unsere tollen Schätze wieder zu beanspruchen. Ich frage mich, was Yuffie damit will eigentlich. Diese Seitenmission oder den Seitenquest kann man übrigens schon machen, kurz nachdem man das Tiny Bronco bekommen hat. Gegner hier sind schon ganz schön knackig. Also vor allem ohne Substanzen tut man sich schon ganz schön schwer gegen die. Aber es sollte sich trotzdem ausgehen, dass man ohne permanente Blessuren hier im Norden ankommt. Also bevor man hierher kommt, sollte man unbedingt High Potions kaufen, wo auch immer man hinkommt oder hingehen will dazu. Weil man sich ja eine ganze Zeit lang nicht heilen kann. Und wenn man sich nicht heilen kann, muss man sich halt mit Tränken aushelfen. So, da drüben ist die komische Stadt, zu der wir eigentlich wollen, wo wir glauben, dass Yuffie dann hingelaufen ist. Und da werden wir gleich mal einen Blick reinwerfen. Oh, da ist sie schon. Bleibst du bitte hier, danke. Ah, fuck, wo ist sie jetzt? Okay, was ist das? Oh, das ist das Schildkrötenparadies, wo wir im ganzen Spiel schon die Flyer gefunden haben. Die Zettel also nicht abnehmen und zerreißen. Oder zerreißen. Okay. Hier gibt es einen Speicherpunkt, das sieht man sonst noch nicht. Wir werden... Oh, ich überlege gerade. Gehen wir zuerst drauf. In den zweiten Teil von... Das ist übrigens Wutai. Und da gibt es die Hauptstadt und die Pagode hier. Da kann man reingehen und... Ich glaube, hier kann man quasi umsonst ein Nickerchen machen. Ja, aber wir werden mal kurz noch weitergehen. Irgendwo hier, da geht ein Gang weg. Genau, da kann man reingehen. Und einen versteckten Schatz finden. Und zwar das Zauberschuriken. Das ist eine Waffe für Yuffie, die brauchen wir momentan offensichtlich noch nicht. Wir kommen schon noch dazu, sie zu brauchen. Dann geht es hier weiter in der Pagode. Ah, hier glaube ich. Ja, genau. Hier ist wieder ein geheimer Eingang zu einem nochmal versteckten Schatz. Eine Haarnadel ist, glaube ich, für Red 13. Ja. Und dann, was liegt da für ein Typ? Oben? Ja. Die Gänge hier sind ziemlich eng. Ja, wir haben schon mitbekommen, dass wir hier schlafen können. Komm, du weißt sicher was von ihr, oder? Also ich glaub dir nicht. Nein, wir sind keine China-Soldaten. Was? Also kennst du sie doch? Also lassen sich die ganzen Probleme hier wieder auf die Schienen zurückführen. Die können einem auch am Nerv gehen. Ja, die kleine Diskussion zwischen Yuffie und Godo hier bezieht sich darauf, dass Wutai früher mit Shinra im Krieg war und irgendwie verloren hat. Das ist aber ich.
viele Leute aus Wutai nicht zu zahlen. Und Goda ist zufällig Yuffies Vater, also. Aber wir werden Goda später, wahrscheinlich viel später, nochmal sehen. Okay. Schauen wir mal, wo Yuffie hingelaufen ist. Ja, also hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir wieder zurück in die Stadt. Der Koi-Karpfenteich hier ist sehr schön, wie ich finde. Wir werden uns auch noch kurz ausrasten hier. Eine Pause einlegen. Weil ich habe mich auf der Weltkarte noch nicht mit Tränken geheilt, deswegen sind meine Typen jetzt etwas angeschlagen. Das werden wir jetzt hoffentlich beseitigt haben. Und weiter geht's zurück in die Stadt und schauen wir uns dort einmal die Geschäfte an, was es da zum Kaufen gibt. Der Seitenwest ist vor allem deswegen direkt nach Rocket Town noch etwas schwer, weil man noch nicht das nötige Level hat, um die ganzen Gegner hier besiegen zu können auf leichte Art und auch noch nicht die Waffen aus dem Tempel. Nein, da brauchen wir gleich nichts. Wir haben alles, was wir brauchen. Was ist das für eine Truhe hier? Ja, wir haben leider auch keine Substanz. Hierfür hat sie uns leider weggenommen. Nein, das will ich nicht nochmal hören. Irgendwie kann ich da nicht zu der Truhe hin? Nein, kann ich nicht. Ich dachte nicht, das geht. Na, schauen wir mal ins Gasthaus rein. Oh, die schon wieder. Oh shit. Ein Bosskampf ohne Substanzen ist jetzt sicher nicht so toll. Was wollen die von uns? Wie jetzt Urlaub? Ja, dann bestell dir was anderes. Also machen die Turks hier, sind nicht auf Einsatz, sondern auf Urlaub hier. Das freut uns aber. Dann können wir uns... Haben wir eine Bedrohung weniger in der Stadt. So, vielleicht kann ich jetzt die Truhe da oben aufmachen. Irgendwas muss ich sicher machen, weil die Truhe muss ich nämlich aufmachen. Ja, genau das war's. Yeah, wir haben wieder eine Substanz bekommen. Ach, verdammt. Langsam wird's nervig, Yuffie. Was gibt's hier? Schwerter. Yeah, Waffen. Was? Wie, jetzt kommt wieder? Völlig ausverkauft, das sind die Schwerter da hinten. Ach Gott. Wenn ihr kein Geschäft machen wollt, kein Problem. Gehe ich halt wieder. Aber wo ist jetzt Yuffie? Noch mehr sonderbare Typen. Wie jetzt. Okay. Okay. Wo ist Yuffie? Hallo. Oh crap. Aber ich glaube fast. Irgendwo hier. Oh! Haha, habt ihr das gesehen? Jetzt werden einmal die Ausgänge verstellt. Dann hauen wir etwas auf den Topf ein. Oh je, Yuffie.
Können wir bitte unsere Substanzen wieder haben? Sehr brav. So, jetzt geht's auf in... Oh, Chino-Soldaten. Okay. Was wollen die? Okay, die Chino-Soldaten wollen also die Turks wieder dazu auffordern, weiterzumachen. Ja, was das für Auswirkungen hat, sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.